Ich habe hier zu Beginn einmal aufgeführt, wie ich unternehmerisch aktiv bin. Das ist relativ vielfältig. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich gerne die Vielfältigkeit von Nachhaltigkeit an dieser Stelle einmal nachweisen möchte, die vier verschiedenen Dimensionen. Also ich bin Gründer und Geschäftsführer der hier aufgeführten Unternehmen und die Morgenwelt GmbH ist ein bisschen mein Hauptaugenmerk. Und angefangen, mich zu beschäftigen mit dem Thema Nachhaltigkeit, habe ich mich in den 90er Jahren, als das Ganze noch Umweltschutz hieß und nicht Nachhaltigkeit. Und dort habe ich als Zivildienstleister mit meiner damaligen Vorgesetzten und den NGOs Robin Wood, BUND und NABU ein Volksfest erfunden, was das Thema Umweltschutz in die Breite der Bevölkerung tragen sollte. Das nannte sich Streuobstwiesenfest. Und wir hatten vor, ein Volksfest unter Apfelbäumen auf einer Streuobstwiese zu veranstalten und haben im ersten Jahr mit 500 Gästen gerechnet und hatten 5000. Und dieses Fest hat sich dann sehr schnell auf 25.000 Gäste hochgeschraubt und hatte Zeit seines Lebens. Wir haben das 10 Jahre gemacht und dann ich alleine noch ein paar Jahre. Wir haben das also, erfreute sich großer Beliebtheit in der Region und war so ein bisschen der Auftakt für mich, in diese Branche zu gehen. Und ja, die Morgenwelt GmbH ist heute aktiv als Dienstleister für die öffentliche Hand und Unternehmen für die Ausrichtung von Public Events wie das autofreie Straßenfest hier oben bei Hamburg in Norderstedt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Wir haben vor 15 Jahren uns vorgenommen, auf einer eigenen Veranstaltung die Bühne mit Ökostrom zu betreiben. Und weil das technisch nicht umsetzbar war, haben wir Fahrräder eingesetzt, auf denen das Publikum in die Pedale treten, den Strom erzeugt. So ist die Fahrraddisco entstanden. Das Futur 2 Festival hier in Hamburg ist ein energieautarkes Festival, das ich veranstalte. Da komme ich gleich etwas dezidierter zu. Dann machen wir viel für Energieversorger wie Lichtblick, diverse Stadtwerke, NGOs und Bundesämter. Und vor ein paar Jahren habe ich aus einer Schnapslaune heraus, muss ich sagen, einen Foodtruck mir angeschafft und betreibe den seitdem. Und dort haben wir das Thema Nachhaltigkeit dergestalt umgesetzt, dass wir auf Festivals Bio-Fleisch nur verkauft haben, zum Beispiel. Also wir haben gesagt, da, wo der Impact auf die Umwelt am höchsten ist, legen wir auch die höchsten Standards ein, im Wareneinkauf. Und so haben wir es geschafft, einerseits ökologische Gesichtspunkte zu berücksichtigen, andererseits aber auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit darzustellen. Und ja, heute betreiben wir diesen Foodtruck und im Hamburger Stadtpark Open Air haben wir einen festen Stand. Und ja, der im Moment wichtigste Unternehmensbereich ist Morgenwelt Consulting. Da beraten wir unter anderem die 1Live Krone, Westdeutscher Rundfunk und haben dort eine CO2-Bilanzierung vorgenommen, die wir jetzt jedes Jahr, wenn es denn wieder stattfindet, neu machen und aus der Bilanzierung heraus ableiten, was sind die geeigneten Maßnahmen mit dem größten Einsparpotenzial. Und wenn die Krone dieses Jahr stattgefunden hätte, wäre zum Beispiel auf unser Anraten hin das Catering komplett fleischlos gewesen. Wir haben viel über Lichttechnik geredet und so weiter. Genau, also das ist die Morgenwelt GmbH. Dann betreibe ich ein Festival-Caterer. Das heißt, wir versorgen Gäste von Festivals und Veranstaltungen, von Konzerten mit Essen und Trinken. Und haben in dieser Funktion 2019 das Stadtpark Open Air hier in Hamburg übernommen und haben durch den Einsatz von Mehrweg den Output an Müll dieser Location um über 70% reduziert, haben eine eigene Becher-Trocknungsstation dort entwickelt und installiert. Es ist nämlich relativ schwer, Plastikbecher, Mehrwegbecher trocken zu kriegen, wenn man sie gespült hat. Und diese ganze Infrastruktur haben wir hier vor Ort. Das ist also da der Ausdruck der Nachhaltigkeit in diesem Bereich. Die Helmo GmbH ist ein Unternehmen, was bis 2019 vor allem Glamping-Lösungen auf Festivals europaweit angeboten hat, also hochwertige Unterbringungsmöglichkeiten. Im Grunde ist es ein mobiles Hotel und die seit letztem Jahr das Geschäftsmodell komplett geändert hat.
Richtung Workation Camps, Richtung Urlaubsdestinationen hier in Deutschland und teilweise auch in Portugal. Also wir haben pandemiebedingt das Unternehmen einmal auf links gekrempelt und bieten jetzt Urlaubsreisen an. Und mit KJ Projects, das ist ein Joint Venture mit Carsten Jahnke hier in Hamburg, betreiben wir verschiedene Festivalformate und Venues, unter anderem den Baltic Soul Weekender. Und mit dem wiederum widmen wir uns der sozialen Dimension von Nachhaltigkeit, indem wir alternden Soulstars, die in den 60er, 70er Jahren bei Motown beispielsweise unter Vertrag waren und die ihnen zustehenden Tantiemen betrogen worden sind, indem wir denen rückwirkend zu ihrem Recht verhelfen. Mit den Überschüssen des Festivals werden also Anwälte darauf angesetzt, die Rechteklärung vorzunehmen. Und so haben wir also auch die soziale Dimension von Nachhaltigkeit im Blick. Ich bin Mitbegründer von Green Events Hamburg. Das ist ein Netzwerk von Akteuren aus der Branche. Und wir sind gerade mit der BUKEA, mit der Umweltbehörde der Stadt Hamburg, dabei, eine Handreichung zu entwickeln für nachhaltiges Veranstalten und sind dabei, das ist die Zielrichtung, daraus verpflichtende Rahmenbedingungen zu machen für die Vergabe öffentlicher Flächen in Hamburg für Events. Das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, der gern an den Leiter des Umweltamtes in Düsseldorf weitergespielt werden kann. Also es gibt hier in Hamburg ein konkretes Verfahren, wie hoffentlich in Kürze die Vergabe öffentlicher Flächen an private Veranstalter geknüpft ist, an konkrete Nachhaltigkeitsmaßstäbe. Ja, soweit dazu. Ich zeige euch jetzt den Aftermovie vom Futur 2 Festival und dann picke ich noch so ein paar Bereiche raus, wie wir mit diesem Festival das Thema Nachhaltigkeit sehr grundlegend bearbeiten. Ja, das ist das Futur 2 Festival. Ich sage immer, das ist die Schubumkehr der Festivalplanung, weil wir als allererstes uns einen Ort ausgesucht haben und überlegt haben, was ist auf dieser Fläche, die man hier sehen kann, hinter dem Schriftzug an Energie erzeugbar. Und wir wollten ein Festival ohne Stromanschluss machen. Hintergrund war, dass ich vorher schon mit der Fahrraddisco weltweit unterwegs gewesen war, um das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu rücken. Allerdings war ich immer nur ein ganz, ganz kleiner Baustein von teilweise sehr großen Veranstaltungen wie dem Hurricane Festival oder dem Melt Festival oder South by Southwest und so weiter. Und ich wollte einmal ein Festival haben, wo das wirklich in allen Aspekten konkret durchdekliniert ist. Und wir verstehen das Ganze ein bisschen als Freilandlabor, wo wir die Grenzen des Machbaren ausloten. Und was man hier sieht, ist eine große Solaranlage, die insgesamt 22.000 Watt hat. Und mit dieser Solaranlage ist gekoppelt ein
17,5 Kilowattstunden großer Speicher von einem alten BMW i3, abgecycelt sozusagen. Und das ist das Kraftwerk, mit dem wir alles bestreiten. Und diese Anlage wird aufgebaut 2 Tage vor Beginn des Festivals, lädt dann den Akku und nutzt oder steht dann zur Verfügung für den Aufbau. Das heißt, wir haben einen Zeitstrahl gemacht und haben ein Lastenprofil vom Beginn des Aufbaus bis zum Ende gemacht, eine Prognose, wie viel Strom werden wir wohl brauchen, und haben daraus dann durchdekliniert, wie groß muss die Solaranlage sein. Und wir haben 3 Stromkreise auf dem Festival mit jeweils 5 kW Leistung. Und wir haben, wenn die Solaranlage nicht die Energie liefern sollte, die wir brauchen, haben wir einen Backup-Generator, der Alkohol verbrennt. Das heißt, da wird ein Treibstoff genutzt, der beim Verbrennen die Menge CO2 ausstößt, die zuvor die Pflanzen beim Wachsen gebunden haben. Das ist also im Ergebnis CO2-neutral. Und dieser Generator, also das Festival beginnt mittags um 12 und so gegen 23 Uhr springt dann ungefähr der Generator an. Das Festival geht bis 2 Uhr nachts. Wir haben eine sogenannte Sunplug Stage, die aus der Solaranlage betrieben wird, und die zweite sogenannte Pedal Powered Stage, die dadurch determiniert ist. Hier kann man es sehen, da stehen Fahrräder vor der Bühne und in die hintere Radnabe, da ist ein Generator drin und das Publikum muss strampeln, damit Energie erzeugt wird. Und die Besonderheit ist, je mehr Energie benötigt wird auf der Bühne, weil zum Beispiel der Bass einsetzt, desto schwerer wird es zu treten. So schaffen wir eine Verlinkung zwischen der benötigten Energie und dem Trittwiderstand auf den Fahrrädern. Und so schaffen wir eben auch ein Bauchgefühl zur Schlüsselressource Strom und brauchen also keine Pamphlete veröffentlichen, wo wir theoretisches Wissen weitergeben, sondern können emotionale Erlebnisse liefern. Und es ist regelmäßig so, dass die Leute wirklich mit leuchtenden Augen vom Fahrrad steigen, weil sie plötzlich zum Teil der Inszenierung geworden sind und dann ein Gefühl dafür bekommen. Also 5 Leute, gut trainierte Leute, in einer Stunde auf den Fahrrädern erzeugen Strom für 30 Cent, so mal im Verhältnis. Damit können wir aber so eine Bühne betreiben, wir können aber keine Tasse Kaffee kochen. Also auch so Verhältnismäßigkeiten werden dadurch klar. Diese große Energieeffizienz, die wir haben, kriegen wir deshalb hin, weil wir zum Beispiel bei den Foodtrucks darauf achten, dass die ihre Wärme nicht mit Strom erzeugen. Das ist das Ineffizienteste, was man machen kann. Wir haben zum Beispiel ein Pizzastand, der mit Holz betrieben wird beispielsweise. Und auf diese Art und Weise können wir also der Gastronomie, und die ist regelmäßig die größte Herausforderung, können wir trotzdem mit diesen insgesamt 15.000 Watt mal in 3 Phasen versorgen. Wir haben 2 Bars mit jeweils 8 Kühlschränken. Dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wir haben von Fritz Cola einen 20-Fuß-Container als Bar auf dem Festivalgelände und außen dran ist ein 32 Ampere Stromanschluss. Und durch so einen Stromanschluss fließen in der Spitze 20.000 Watt. Wir haben aber insgesamt für das ganze Festival nur 15. Das heißt, auf jedem Festival, auf dem dieser Container steht, löst das Folgendes aus: Die technischen Anforderungen werden kommuniziert und der Festivalveranstalter hält Energie oder Erzeugungsleistung für 20.000 Watt vor für diesen Container. Wir haben aber durchgemessen, was der Container tatsächlich braucht, und sind auf 900 Watt gekommen. Das heißt, wir haben einen Effizienzgewinn, 900 Watt versus 20.000. Und daran lässt sich sehr gut das Effizienzpotenzial erkennen, was wir haben, wenn wir Festivals nachhaltig machen wollen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, in Wacken beispielsweise hat jeder Gastronomiestand standardmäßig einen 63 Ampere Stromanschluss. Das ist nochmal das Doppelte. Also nur als Standard. Und insofern, ja, ist ein großer Teil die Gastronomie, die wir auf dem Future 2 Festival entsprechend darstellen. Der zweite wesentliche Teil ist natürlich die Logistik und Mobilität. Da haben wir bewachtes Fahrradparken, was wir anbieten.
Da haben wir mit Moja eine virtuelle Haltestelle am Festival und haben als dritten Partner die Hamburger Hochbahn und sind dadurch so angebunden, dass wir es sogar schaffen und genehmigungsfähig kriegen, dass dieses Festival keinen Parkplatz hat. Ein wesentlicher Punkt ist außerdem, dass wir bis 2 Uhr nachts veranstalten dürfen, obwohl wir in einigen hundert Metern Entfernung Wohnbebauung haben. Das machen wir, indem wir Kopfhörerkonzerte machen. Das heißt, die PAs an den Bühnen gehen aus ab 22 Uhr und das hat folgenden Effekt. Ich hoffe, das kann man vom Ton her hören. Das sind 4000 Gäste nachts um 2. Genau, also es ist still, die Leute haben eine gute Zeit. Es gibt drei Künstler, die gleichzeitig spielen und über die Kopfhörer können die Gäste entscheiden, welchen Channel sie machen. Das ist auch so ein bisschen Basisdemokratie in der Kulturbranche, sage ich immer, weil wir über die LEDs, diese an den Kopfhörern sehen können, welcher Künstler gerade wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer hat. Das Festival hat insgesamt beim letzten Mal 124 Kilowattstunden Strom verbraucht. Das ist im Grunde nichts. Und wir haben ein sehr umfangreiches Zero-Waste-Konzept. Zum Beispiel haben wir hier diese allgemein bekannten Schalen. Die sind allerdings aus wiederverwendbarem Plastik und können gespült werden. Und auf diese Art und Weise haben wir 26 Gramm Müll pro Besucherin und Besucher. Und das ist hier mal schön vom ZDF ins Verhältnis zu anderen Festivals gesetzt worden. Daran kann man erkennen, wie hoch auch hier der Effizienzgewinn ist. Wir haben eine begleitende Fachtagung, um unsere Versuche und Erfolge und Misserfolge auch weiterzugeben und machen am Ende immer eine CO2-Bilanzierung des gesamten Festivals, um auch selbst zu erkennen, wo können wir noch besser werden. In Anbetracht der Zeit gehe ich hier jetzt ganz schnell drüber weg. Das sind nochmal die zusammengefassten Punkte, die wir umsetzen, und die dazu führen, dass wir, denke ich, in Sachen Nachhaltigkeit, eins der besten Festivals in Europa sind. Es gibt sicherlich noch andere, die gute, tolle Sachen machen, aber in der Konsequenz und von der Keimidee her sind wir, denke ich, sehr konsequent in dem, was wir tun. Genau, jetzt so viel Input an dieser Stelle. Ich habe nur 3 Minuten überzogen, glaube ich. Und ja, wenn noch Fragen sind, gerne jetzt.